Genau, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Und wir machen heute weiter und genau das wollten wir ja auch machen. Das Nitro wollten wir einbauen. Schauen wir auch mal ein. So, Aufmerksamkeit der Lage. Fahre nach, um Rep zu sammeln, erreiche höhere Rep-Stufen, neue Wagen sowie Leistungsteile freischalten. Um sie auch leisten zu können, brauchst du allerdings Geld und verdienst du am Tag beim Speed Hunters Showdown an. Erledigt. Warum probierst du das nicht gleich mal aus? Können wir ja mal probieren. So, gehen wir mal. Optik brauchen wir gerade noch nicht. Du solltest nachts auf den Straßen sein. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. Deswegen, wir wollen jetzt auch ein bisschen am Tag fahren und wir werden noch mal ein bisschen und ja, versuchen einen Namen zu machen. So ist es richtig. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Ja, wir werden irgendwann noch in die Optik reinstecken, klar. Aber dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Kohle und die versuchen wir uns heute zu verdienen. Indem wir mal ein kleines Rennen fahren. Das ist das. Das heißt, da oben ist ein Rennen. Und das nehmen wir mal mit. Ich habe gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das ja. Heißt, du meinst es ernst. Sonst wäre ich wohl kaum hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Proll vom ersten Abend? Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihm, was wir drauf haben. Ja, also das versuchen wir dann auch. Dazu fahren wir aber heute erstmal noch ein kleines Rennen. Und das befindet sich hier hinten irgendwo. Und zwar Sternenstaub, so heißt es. Wir werden uns nur zwei Rennen pro Folge machen, da ich ein bisschen mehr an Content raushauen will und möchte, wenn wir halt nicht viel fahren können. Da es gerade so ein bisschen mehr um die Quantität an Folgen geht. Aber okay. Fangen wir mit diesem Rundkursrennen an. Oh, Mercedes 5. Wir wollen uns Golf 1, glaube ich. Oder 2, wie auch immer. Ich glaube 1 sein. Und machen das Civic. Okay, der MX5 hat sich schon mal ein bisschen durchgedrückt. Ich glaube, es ist der MX5. Ja, ja, es ist einer. So, den haben wir mal kurz eben ein bisschen weggedrückt. Gut, dass man hier die Bäume ohne Probleme umfahren kann. Drei Runden sind es übrigens und die erste ist jetzt vorbei. Ah, ich dachte mir, machen wir wieder nach Wreckfest, machen wir wieder ein etwas anderes Spiel, machen wir wieder mal ein bisschen Need for Speed. Ich versuche jetzt diesmal ein bisschen was höher zu kommen als beim ersten Durchlauf. Ich habe ja schon mal einen Durchlauf gespielt, was die Story betrifft. Und jetzt probieren wir es noch mit einem anderen Anfangswagen und mal noch ein bisschen mit einer anderen Herangehensweise. Also gehen wir momentan ein bisschen auf Muscle Cars. Deswegen habe ich mir auch den Mustang am Anfang gepickt. Ich habe damals den BMW als erstes gehabt. Aber jetzt. Also das heißt, wir gehen mehr auf Muscle Cars, klar, aber es wird halt mal unterschiedlich sein, mit welchem Auto wir antreten wollen. Also aktueller Abstand hat das über 400 Meter. Das heißt, wir haben ein bisschen was rausgeholt. Ja, wir auf jeden Fall, wenn wir demnächst mal in die Optik gehen, klar. Letzte Runde.
Also wir können nur in die Truhe einsetzen, wenn der Tank voll ist. Also nicht mal zwischendurch, sondern immer nur, wenn er voll ist. Okay. Wir überrunden schon fast. Er rettet sich noch gerade drüber, aber theoretisch hat man immer Runde. Wir gewinnen dieses erste Rennen für heute. Wie gesagt, von zwei. Wir kriegen dafür immerhin 10.700. Das ist gut. Das ist gutes Geld. Die anderen sind noch nicht mal am Ziel. So, dann haben wir da bestimmt immer noch ein zweites Rennen. Und zwar hier oben. Auch da gibt es wieder massig Kohle zu gewinnen. Das heißt, wir werden uns heute ein bisschen mehr darum kümmern, ein bisschen Geld reinzustecken. Das heißt, beziehungsweise Geld zu farmen, beziehungsweise Geld zu verdienen. So ist es richtig. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Weil dann schon sagen, wir machen ein bisschen, gehen dann in die Nacht. Aber ich denke mal, wir werden erstmal nur ein bisschen Geld sammeln, damit wir unser Auto dann immer tunen können. Vorne ist das drin. Es ist ein Rundkursrennen und heißt Geländer. Da steht wieder ein Honda Civic, da steht wieder der Golf. Aber ich glaube, das sind eh erstmal am Anfang immer die gleichen mit quasi zum Einstieg. Der Golf hat vorne dann weggekriegt. Ja, ja, das sind so ziemlich genau die gleichen Kandidaten, die wir gerade eben schon im letzten Rennen geblättert haben. So, mein Freund, aber eigentlich wollte ich dich jetzt nicht vorbeiwinken. Du bist mit dem Nitro an mir vorbeigekommen, hin. War gar nicht gut, war gar nicht so schlecht gemacht, muss ich sagen. Na, der Kleine wehrt sich hier vorne. Noch hängt er uns dran oder hängt das ganze Feld dran. Das wird, denke ich mal, irgendwann eh gleich abreißen ein bisschen. Jetzt ist es nämlich in vielen Rennen so, dass die in der ersten Runde gut mithalten und dann in der zweiten Runde einfach gar keine Chance mehr haben, hinterher zu kommen. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen, ne? In Palm City. Ja, doch. Aber einer klebt so noch irgendwo in der Backe, aber der war ein bisschen neben der Strecke, also schon mal weg. Keine Sorge, das war auch neben uns. Letzte Runde. Mhm.
Ah, das sollte einfach kein Problem sein, das gewinnen wir locker. Und dann haben wir die Sonne gewonnen, wir prognostiziert, die reißen irgendwann ab und ja, das Ding gehört auf jeden Fall safe erstmal uns. Und dafür gibt es auch wieder 15.000, glaube ich, wenn ich richtig sehe, den 12.500. Ich habe mir, aber ja, 22.000, 23.000 in einer Nacht kassiert. Das ist erstmal gar nicht mal so schlecht. So, dann können wir mal kurz in die Garagen hüpfen, die rennen... Keine Sorge, wir machen gleich weiter in der nächsten Folge. Weiter erst mit den nächsten beiden Rennen. Also ich denke mal, wir werden erst mal ein bisschen Kohle verdienen. Das ist erstmal das Wichtigste. Bevor wir dann in die Rap gehen, weil ich brauche Geld fürs Tuning. Wobei wir schon mal ein bisschen an der gleich mit dem. Mal gucken, was wir noch an Leistungstuning haben. Wie läuft's mit dem Wachen? Ja. Haben wir eine neue Kurve. Hau mal eine Kurbelwelle rein. Na, das ist doch immer gut. Habe ich noch ein paar Teile? Neues Steuergerät rein. Und eine neue Kühlung rein. Na, immerhin. Der hat jetzt 137. Gut, liebe Leute, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann verdienen wir noch ein bisschen Kohle.